Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Hallo und herzlich willkommen zum Reisemagazin von Radio Taiwan International. Ich bin Kirill und ich habe heute meinen nächsten Interviewpartner. Das ist der Ludwig. Hallo Ludwig. Hallo. Ja, der Ludwig, der ist selbst auch Geologe und sucht im Gestein, meistens da forscht im Gestein. Deswegen ist die Nordostküste sein Favorit hier in Taiwan. Mein letzter Gesprächspartner Alex, den kennt Ludwig ja vielleicht auch, der war auch ein Fan von der Nordostküste und diesen ganzen Gesteinsarten und den zerklüfteten Riffen, die es da gibt. Und das ist, glaube ich, dann so doch eine Fundgrube für Geologen wie dich. Also Ludwig, stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin Ludwig, ich komme aus Schweden. Ich habe in Deutschland studiert, habe da in Kiel promoviert und bin jetzt seit über 10 Jahren hier in Taiwan tätig. Also du hattest Geologie studiert in Kiel, ist das richtig? Genau, das stimmt. Ja, und jetzt bist du in Taiwan auch so sozusagen auf dem Gebiet der Geologie tätig für eine renommierte Universität, ist das richtig? Das stimmt, ich bin Professor an der Universität hier in Taipei, National Taiwan University. Und ich forsche eigentlich hauptsächlich über Klimaschwankungen, aber als so Seiteninteresse, da fahre ich gern an die Nordostküste und untersuche die besonders die Spurenfossilien, die dort sehr gut aufgeschlossen sind. Da kann man kurz mal unsere deutschen Hörer, die mit Taiwan nicht so vertraut sind, kann man kurz mal darauf hinweisen, die National Taiwan University ist eine der besten und renommiertesten Universitäten von Taiwan. Also das will schon was heißen, wenn man da arbeitet. Ist das so, Ludwig? Ja, finde ich schon. Ja, okay. Kann man so sagen. Ja. Ich glaube es ja auch aufs Wort und man hört ja immer wieder, wenn Studenten irgendwie in eine Uni wollen in Taiwan, dann wollen sie meistens in die NTU, die Taiwan National University. Okay, ja, aber das ist jetzt nur so am Rande. Wir wollen jetzt mal mit Ludwig einen Ausflug starten, die Nordostküste entlang. Und natürlich auch mit Alex hatte ich letztes Mal kurz Jelio angeschnitten. Da willst du jetzt auch nochmal drauf eingehen. Und fang nochmal an. Was hast du so zu Jelio zu sagen? Also ich bin das erste Mal nach Jelio gefahren, schon 1995, als ich hier im Urlaub zu Besuch war. Und ich fand die Gesteine dort und die Fossilien, die man dort finden konnte, alles so faszinierend. So, dass wenn ich dann zurückkam, einige Jahre später als Postdoc an Academia Sinica, dann habe ich angefangen, so ein kleines Forschungsprojekt da zu bearbeiten. Und daraus ist dann später mehrere Publikationen und auch 2 Museumsausstellungen entsprungen. Wow, okay, das ist ja allerhand. Also Taiwan bietet ja auch für euch Geologen, so gerade es ist tektonisch aktiv und es bietet ja doch wesentlich in allen Teilen des Landes so für Geologen interessante Aspekte. Aber gerade die Nordostküste ist für dich interessant. Ja. Ja, vor allem, weil es da alles so gut aufgeschlossen ist. Die Typhone, die hier einrasen, die spülen alles frei. Das heißt, im Spätsommer hat man das alles ganz schön aufgeschlossen. Alles ist frisch gewaschen. Man kann da alles ganz prima sehen. In 3D, man kann die Spurenfossilien von einer Seite betrachten und dann geht man zu anderer Seite von so einem Klüft oder so und dann kann man die andere Seite sehen. Das ist wirklich sehr nett. Man kann auch an der Nordostküste auch ganz gut schnorcheln oder wandern. Das macht das natürlich auch ganz nett. Ja, okay, ja, also ich habe gehört, du bist ein guter Schwimmer, also hast da auch schon so ein paar Tauch- und ausgedehntere Schwimmübungen gemacht, ist das richtig? Nee, ich bin eigentlich nur Hobbyschnorchler und ich schwimme ziemlich langsam, aber gern. Ja, also ich habe dich als ausdauernden Schwimmer in Erinnerung von deinen Erzählungen und wer ein ausdauernder Schwimmer ist, das bin ich ja nicht, ist für mich dann auch ein guter Schwimmer. Insofern ja, also die Nordostküste hat dann so auch einiges für Schnorcheln und Schwimmen zu bieten, auch wenn sie erstmal nicht so scheint. Also es scheint ja meistens dann auch sehr steinig und der Sand auch ein bisschen rauer, nicht dieser feinkörnige Sand. Aber trotzdem, sind da für dich so Strand- und Ausflugsziele? Also hauptsächlich die Kliffküste, wo es da auch viele Korallen gibt und Korallenfische. Wir sehen oft diese Lionfish, weiß nicht genau, wie sie auf Deutsch heißen. Schildkröten haben wir zwar nicht unter Wasser gesehen, aber man kann die oft sehen, als die Meereskröten, als die hochkommen, um Luft zu schnappen. Seeschlangen haben wir auch gesehen. Also es
gibt ziemlich viel dort zu sehen, muss man sagen. Ja, okay. Also du hattest gerade eben du hattest Ausstellungen angesprochen, also, und du hattest auch so Papers geschrieben, also Forschungsberichte, wie man das halt so sagt. Und willst du mal kurz darauf eingehen, was es damit auf sich hatte? Du kannst auch so ein bisschen Eigenwerbung machen, Werbung in eigener Sache. Ja, durch Zufall, nach einer von diesen großen Typhone, da habe ich ein paar interessante Spuren gefunden, und es stellt sich raus, dass das Spuren war, nach 20 Millionen alte Spurenfossilien, die berichtet von Stachelrochen, die nach Krebse und andere Tiere, die im Sediment auf dem Meeresboden gelebt haben, diese Stachelrochen haben die angegriffen, und wenn so Rochen, wenn die Essen suchen im Sediment, dann nehmen die Wasser im Mund und blasen das da raus wie so ein Jetstrahl und spülen einfach die Viecher raus, fressen die, und was übrig bleibt, ist so ein, wie soll man sagen, so ein schüsselförmiges Loch im Sediment auf dem Meeresboden, und das füllt sich dann natürlich auf mit Sediment und wird dann als so eine Art, als ein Spurenfossil bewahrt. Und man kann oft sehen, wie diese Krebsgänge durch den Sand so hin und her schlängeln, und dann plötzlich sind sie abgeschnitten durch diesen Angriff von der Stachelrochen. Das war das erste Spurenfossil, was ich dort beschrieben habe, und das war auch das Thema von unserer ersten Ausstellung, dass wir in Zusammenarbeit mit National Taiwan Museum, ich glaube 5 Jahre her, organisiert haben. Ja, ist sehr interessant. Also Fossilien, ich bin mir auch sicher, das könnte auch so ein paar, so das Hobby von einigen unserer Hörer sein. Ist das jetzt ein Phänomen, was vor allem nur in Taiwan zu beobachten ist, oder wäre das auch an anderen Stellen der Welt, oder ist jetzt Taiwan besonders dafür? Nee, das gibt überall auf der Welt, aber ja, Taiwan ist halt gut, weil Taiwan ist relativ klein und es ist sehr nah zwischen den verschiedenen Ausflugszielen. Also geologische Ausflugsziele gibt es so viele, und man muss selten mehr als 15, 20 Minuten fahren, um was ganz anderes zu sehen. Das macht schon Taiwan ganz besonders. Und Jeju Geopark ist ja einer der beliebtesten Touristenziele hier in Taiwan. Ich glaube, bevor Covid hatten die so um die 2 Millionen Besucher pro Jahr. Mhm. Also das ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel hier in Taiwan. Ja, also 2 Millionen Besucher da, es waren vor allem auch internationale Gäste und auch Chinesen, soweit ich weiß. Also ich kann mir vorstellen, dass sogar die Hälfte davon gut und gerne vom Festland kam. Und das hat sich natürlich mit Covid jetzt erstmal verflüchtigt. Und auch der Park macht jetzt nicht mehr so die Einnahmen. Das hat auch Alex schon im letzten Interview gesagt, macht jetzt auch nicht mehr so die Einnahmen. Wir hoffen jetzt darauf, dass die Quarantäneregelungen jetzt im Sommer irgendwie in Taiwan fallen. Und dann, das ist nochmal unser Aufruf an unsere Hörer, dann packt eure Koffer, kommt nach Taiwan und guckt euch Jeju, die Gesteinsformation in Nord-Taiwan, an. Okay, also man muss jetzt nicht so ein Experte sein wie Ludwig bei Fossilien und so weiter, aber es ist auf jeden Fall ein bemerkenswerter Anblick. Ja, das ist ja ein sehr spektakuläres Landschaft. So auf die eine Seite ein ganz steiler Cliff. Und auf die andere Seite alle diese bizarren Gesteinsformationen wie der Queen's Head. Sieht wie eine ägyptische Königins Kopf aus. Es gibt natürlich auch andere Sachen. Tofu Rock sieht wie Tofu aus. Ginger wie Ingwerwurzeln. Mushroom Rocks, das sehen wie Pilze aus. Richtig. Oder ich würde fast sagen, die Mushroom Rocks sehen aus wie eine Zahnreihe. Also als hätte man einen Gebissabdruck da gemacht. Fast, ja. Und einige sehen aus wie ganz große, so wie ein Erdkugel, die auf so einem Stativ stehen. Die sind ganz bizarr. Und die meisten Touristen, die bleiben ja nur um Queen's Head rumdrum. Aber wenn man ein bisschen weiter nach außen geht auf diese Halbinsel, da gibt es ganz, ganz viele bizarre Gesteinsformationen und kleine Höhlen und Schluchte und so. Also man muss natürlich so ein bisschen abseits der Wege, also ein bisschen weiter einwärts gehen, um das mal alles zu erkunden. Es ist auch nicht immer alles so einfach so betretbar. Man muss da schon eine Erlaubnis mit einer Reisegruppe haben oder so weiter, um manche Formationen
betreten zu können. Ansonsten zerstört man die auch, so viel ich weiß. Ja, man darf ja schon nicht drauf rumklettern und einige Gebiete sind leider gesperrt für die normalen Besucher. Vor allem, weil die Gehwege werden ja jedes Jahr von Typhonen zerstört und 10 Jahre her oder so wurde viele von den Brücken weggespült. Und deswegen ist Teile von der äußeren Bereich von dieser Halbinsel, die sind jetzt gesperrt leider. Ja, okay, also nochmal auf diesen Königinnenkopf, das Wahrzeichen von Jelio einzugehen. Es sieht tatsächlich so aus, wie Ludwig gesagt hat, wie die Nofretete-Büste in Berlin. Also es sieht wirklich, man könnte es so von fern fast damit verwechseln. Und das ist jetzt halt mal so nur so eine Anmerkung, also eines der Sehenswürdigkeiten von Taiwan, vor allem von Nord-Taiwan. Ja, also wenn wir bei den Fossilien und auch bei den Tieren im Sediment angekommen sind, da denke ich auch, oder da hast du mir vorab schon mal vom Bobbitwurm erzählt. Wir wollen jetzt nicht über die Namensgebung dieses Wurms eingehen, das ist dann vielleicht doch so ein bisschen obszön, aber die Hörer können auch gern mal googeln, woher das so stammt. Aber uns interessiert natürlich nur der wissenschaftliche Aspekt von diesem Wurm. Ja, ja, das war ein Spurenfossil, was ich zusammen mit einem japanischen Kollegen gefunden habe. Und es ist eigentlich nur ein ganz großer L-förmiger Gang im Sediment, bis zu 2 Meter lang und so um 2,5 bis 3 Zentimeter dick. Und am Anfang haben wir gar nicht verstanden, was es ist, bis wir diese Videos von den Bobbitwürmer gesehen haben. Das sind riesige Würmer, die leben im Sediment. Und nur die Fühler stechen auf dem Meeresboden raus. Und wenn ein Fisch vorbeikommt, dann blitzschnell springen sie raus oder strecken sie sich raus und mit riesigen Kiefer schnappen sich den Fisch. Mhm. Lebendig wird das aus dem Wasser ins Sediment gezogen und unten in dieser Wurmbau verschlungen vom Wurm. Und als wir diese Videos gesehen haben von dem modernen Bobbitwürmer, da haben wir verstanden, dass das Fossil, was wir gefunden haben, ist vermutlich der älteste Beweis dafür, dass es auch 20 Millionen Jahre her diese Art von Raubwürmer gegeben haben. Also auch sind durchaus groß, also jetzt nicht solche kleinen Würmer wie... Bis zu zwei Meter lang können sie werden, genau. Und 2 bis 3 Zentimeter dick. Ja, okay, ja. Also, ja, okay, das stelle ich mir natürlich dann schon als einen Raubwurm vor, den man nicht begegnen will, aber wir leben ja auch im Heute und nicht vor 20 Millionen Jahren. Aha, okay. Also wir sehen schon Ludwig, der möchte tief im Gestein, im Sediment, im Sand graben. Was hast du denn sonst noch so zu der Nordostküste sozusagen? Also, was hast du so für Erfahrungen? Die ganze Nordostküste ist wunderschön. Vor allem Schnorcheln gefällt mir dort ganz gut, aber auch es gibt auch sehr viele Wanderwege, die über die Steilküste nach Inneren im Lande führt. Man kann da auf dem Rücken wandern, hat also wunderschöne Aussichten über die Täler. Ich mache auch ganz gern River Tracing, wo wir die Flüsse aufwärts verfolgen bis zum Wasserfall. Mhm. Besonders im Sommer ist das ganz nett, weil wenn man dann voll verschwitzt an einem Wasserfall rankommt, kann man da schön reinspringen. Ist sehr kalt dann. Abkühlen und ja. dann zurück. Ja. Wir sehen oft dann ganz viele interessante Tiere, vor allem Schlangen natürlich, aber auch Riesenspinnen, groß wie so ein Faust, große ja. Riesenspinnen. Ja, es sind der Spinnenkörper selbst ist gar nicht so groß, aber durch die Beine, die sehr lang sind, wirken sie dann doch schon gigantisch. Also es ist nichts für arachnophobe Leute. Also Arachnophob, das sind Leute, die halt vor Spinnen Angst haben. Ich bin jetzt auch nicht wirklich ein Spinnenfreund, aber ich komme mit den Tieren klar. Das sind dann schon wirklich große Spinnen und nicht erschrecken, wenn man sie dann sieht in ihren Netzen, in den Pflanzen und so weiter. Aber ja, richtig, also man sieht Interessantes, sahst du auch Bergrinder, sahst du die auch? Da wird ja immer manchmal vor gewarnt, aber wahrscheinlich nicht an dieser Stelle. Es ist dann immer, dass im Norden, dass man bei Bergrindern dann auch immer solche Pfähle zum Schutz hat, hinter die man sich verkriechen. Ach ja, das gibt es ja in Yangmingshan, haben die aufgestellt, damit man sich dahinter verstecken können soll, wenn so ein Wasserbüffel genau. Dich eingreift. Sonst ist mir auch eingefallen, dass die Säugetiere, also Affen,
Dieser Ferret Badger, wie heißt das denn auf Deutsch? So ein Na, lass mal den englischen Ausdruck stehen. Also Affen, also du meinst diese... Diese normale, die Makaken, die hier häufig sind. Die auch sehr, sehr dreist sind, einem das Brot stehlen, also einen schon... Also was ich sagen wollte, es ist in die letzten 10 Jahre oder so sind die Säugetiere, das Wildlife hier um Taipei herum kräftig zurückgekommen, weil die jungen Leute, die gehen nicht mehr heimlich jagen, die alten Leute, die dann irgendwelche Anbau hatten von Pflanzen an den in den Bergen, die machen das auch nicht mehr. Also sehr viele von den Tieren kommen zurück und es gibt die letzten 10 Jahre oder so viel, viel mehr vom Wildlife hier um Taipei, was man besonders abends begegnen wir oft viele von diesen Tieren auf den Straßen. Ja genau, ja, also ich habe das auch, diese Erfahrung gemacht, Wasserbüffel, Affen und so weiter, die machen dann jede Wandertour auch so zum kleinen Abenteuer, dass man vielleicht dann ein spannendes Foto macht, wie man vor dem Affen oder vor dem Büffel wegläuft, auch wenn es dann in Wirklichkeit recht harmlos war. Aber es ist halt was Besonderes, also das ist etwas, was man nicht überall und dann auch nicht so in den meisten deutschen Wanderwegen erlebt. Ja, also Ludwig, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn wir von Taiwan reden oder von Taiwan schwärmen ja auch die Touristen gerne vom Essen. Wir haben dann auch so das, wie sagt man, die Meeresfrüchte, hast du da irgendwas, gibt es da irgendwas Besonderes? Was bemerkenswert. Die ganze Nordostküste ist ja voll von kleinen Fischerhafen, wo man gut und preiswert Meeresfrüchte kaufen kann. Entweder zum Mitnehmen nach Hause und selber zubereiten oder direkt im Restaurant essen kann. Aber würdest du, wir hatten die Tilapias angesprochen, solche grau-roten Fische, wie steht's mit denen? Sind die appetitlich? Ja, das sind ja eigentlich keine Meeresfische, sondern die leben ja in den Flüssen und im Seen und Tümpel und die sind nach Taiwan eingeführt als ein Speisefisch. Die wachsen wohl sehr, sehr schnell. Man sieht sie aber ganz oft in den Flüssen, direkt beim Abwasserzuläufe und da stehen die zu Hunderte oder Tausende und fressen das, was da rausgespült wird. Und deswegen würde ich zögern, sie im Restaurant zu essen, wenn ich nicht wusste, woher sie kommen. Also Bon Appetit kann man da nur sagen. Ja, also Tilapia-Fische sind sehr resistent und wachsen sehr schnell. Deswegen eignen sie sich halt auch manchmal ganz gut als Speisefische, wenn man sie dann richtig füttert. Und das ist halt in Taiwan, sieht man so oft an Abwasserquellen dann sehr gierig nach dem Abwasser schnappen. Und das, naja, was da drin ist, weiß man nicht. Man sollte sie am besten gut durchgekocht essen. Ja, wir sind leider schon mit der Zeit. Wir hätten noch viel mehr bequatschen können, Ludwig. Das war auch sehr interessant. Also es war auch schon fast wissenschaftlich hier über die Fossilien und über die ganzen Spuren im Sediment. Aber leider sind wir in der Zeit begrenzt und vielleicht haben wir ja noch mal irgendwann ein anderes Mal, wo wir uns ein bisschen über eine andere Gesteinsformation in Taiwan und Sediment und Fossilformation unterhalten können. Ludwig, ich bedanke mich vielmals bei dir und dass du dir die Zeit genommen hast. Und willst du noch kurz was zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen? Vielen Dank für das Interview. Ich freue mich, hier ein bisschen was über Taiwan erzählen zu können. Okay, und damit sagen wir auch schon Tschüss nach Deutschland und an alle unsere Hörer in der Welt. Tschüssi!